Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Gearing Guide präsentieren. Heute wollen wir uns das Gearen im Start der Expansion anschauen, also was können wir die ersten zwei Wochen in Dragonflight erledigen, um unser Item Level möglichst zu erhöhen. Nach den zwei Wochen startet ja die Season, da ist es ja dann so, dass wir die Raids besuchen können, wir können dann auch on Plus spielen, beziehungsweise auch Rated PvP Aktivitäten. Das wollen wir uns jetzt nicht angucken, das sollte relativ klar sein, lauf die Raids, lauf M+, lauf Arena, RBG. Nein, wir wollen uns jetzt das Startgear angucken, wie wir uns da möglichst gut schon vorbereiten können, um dann in die Season reinzustarten. Dementsprechend haben wir zwei Wochen Zeit und ich habe jetzt die ersten Tage schon ein bisschen meinen Char gegiert, mittlerweile auf 3,70 und wie ich das gemacht habe, beziehungsweise wie ihr selbst vielleicht möglichst effizient gieren könnt die ersten zwei Wochen, das will ich euch jetzt in diesem Video erklären. Als erstes sollte euch eins klar sein. Das Gearing-System funktioniert, wie auch in vielen anderen Expansions, so, dass bestimmte Beute, zum Beispiel von Rares, von World Quests, von Kisten, damit skaliert, was ihr an Grund-Item-Level mitbringt. Heißt, habt ihr schon ein relativ hohes Grund-Item-Level so, kriegt ihr durch diese Aktivitäten höheres Item-Level. Heißt, diese Sachen solltet ihr nicht als erstes machen, sondern eher als letztes von der Liste, die wir jetzt uns gleich ein bisschen angucken werden. Zum Beispiel als kleiner Einschub gleich mal, ich habe hier ein Trinket, das habe ich von der World Quest bekommen, ist auch 3,72, weil ich vorher schon mal ein bisschen Grund-Item-Level mir gefarmt habe. Die skalieren dann einfach nach oben, ihr macht die komplett gleiche Geschichte, kriegt aber ein höheres Item-Level. Was solltet ihr als erstes machen, wenn ihr in Dragonflights reinschaltet? Klar, spielt euren Char auf 70 und spielt die Main-Story-Quest-Reihe. Die Side-Quests sind nice to have, ich habe die alle mitgenommen, weil ich ein Sammler bin, aber die braucht ihr jetzt am Anfang nicht unbedingt. Also Main-Quest-Reihe spielen, damit schließt ihr die World-Quest frei und ein paar andere Aktivitäten auch. Sobald ihr das getan habt, müsst ihr schauen, was ihr für ein Grund-Item-Level habt. Das Sinnigste, was ihr als nächstes tun könnt, ist, Mythic plus 0 zu laufen. Ich weiß, ich bin am Streamen und viele fragen, was für ein Item-Level brauche ich für Mythic plus 0? Kann ich da rein? Ich bin mir unsicher. Die Mythic plus 0-Instanzen sind relativ einfach. Ich persönlich habe alle Side-Quests nebenbei mitgenommen, weil ich Sammler bin. Müsst ihr nicht. Hab am Ende so ein 340er Item-Level durchs Questen gehabt. Man kann aber auch mit deutlich weniger schon in diese Mythic plus 0-Dungeons reingehen. Was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall mit einem Class-Stack einzugehen. Heißt, ihr solltet gucken, je nachdem, was ihr für eine Klasse seid, dass ihr möglichst viele Klassen dabei habt, die dementsprechend eure selbes Gear tragen, also ich als Lederträger, andere Lederträger. Ich habe mir eine Gruppe gemacht, wo halt ich als Druid Tank drin war, Lederträger, dann hatten wir einen Druid Heiler und dann hatten wir noch einen DH, einen Monk und noch einen Schurken, glaube ich, dabei und dementsprechend haben wir die komplette Gruppe aus Lederträgern und wir können dann das Gear hin und her traden. Nicht sofort, ihr könnt jetzt nicht einem das komplette Gear geben, aber folgendes Szenario, man geht alle 8 Dungeons zueinander oder miteinander und einer kriegt zweimal denselben Slot, das kann er dann weiter traden. Ist am Anfang jetzt, passiert das nicht so häufig, weil ja jeder noch quasi die Items braucht, aber ich glaube innerhalb von der Gruppe haben wir 4 oder 5 Mal Items hin und her getradet und das kann schon was ausmachen. Ich persönlich habe 2 Items getradet bekommen nach den 8 Dungeons und habe eins weggetradet und so kann man sein Gear ein bisschen maximieren und waste dann quasi keine Items. Insgesamt gibt es 8 Mythisch plus 0 Instanzen, die ihr aktuell laufen kann. Mythic plus ist ja noch nicht offen. Ihr könnt natürlich auch NHC und HC laufen. Ich habe persönlich keine einzige Normal Instanz gelaufen und keine einzige HC Instanz. Das Item Level von diesen Instanzen variiert ja ein bisschen. Und zwar können wir einmal reingucken. Jetzt muss ich mal schauen, die neuen Symbole sind Abenteuerführer, da haben wir es. Also wir gehen jetzt mal in eine Instanz rein und ihr seht, im Normal droppt 3,46. Wenn ihr, wie gesagt, alles durchquestet, habt ihr am Ende ein bisschen über 3,40. Also Normal ist eigentlich komplett uninteressant. Im HC droppt dann 3,59. Und im Mythic droppt dann das höchste Item-Level 3,72. Wichtig zu wissen ist, Normal und HC könnt ihr so oft gehen, wie ihr wollt. Mythic könnt ihr nur einmal die Woche rein, beziehungsweise ihr könnt so eigentlich so oft rein, wie ihr wollt, aber ihr kriegt nur einmal die Woche Loot und dementsprechend macht es keinen Sinn, nochmal reinzulaufen. Bedeutet, wenn ihr euch ganz unsicher seid, lauft ein paar Cs, ist okay. Wenn ihr denkt, ihr kriegt es halbwegs hin, ich würde sagen, mit 3,30 sollte Mythic plus 0 easy machbar sein, lauft alle 8
Mythic plus 0 Dungeons. Am besten mit einer vorgefertigten Gruppe. Wenn es möglich ist, macht eine Gruppe, die dementsprechend eine Rüstungsklasse nur hat, dann könnt ihr alles hin und her traden. Bei manchen Klassen weiß ich, geht es nicht. Natürlich bei Stoff, es gibt keinen Stofftank. Und bei Kette wird es dann auch ein bisschen schwierig mit dem Tank. Aber sowohl bei Platte als auch Leder sollte es hinhauen, dass ihr eine komplette Rüstungsdeck-Gruppe basteln könnt. Sobald ihr die M plus 0 Instanzen gemacht habt, solltet ihr an einigen Slots schon die 272er Items haben. Und dann gibt es noch eine weitere Quelle, wo ihr quasi fixen Loot kriegt. Und zwar, was ist das? Wir haben hier einmal ein Event, und zwar in der Azurblauen Gebirge. Und das ist hier oben, Kobold Convent schimpft sich das. Und hier ist es einfach so, dass ihr da hinten Mobs klopfen müsst. Die sind etwa in dem Gebiet hier. Das sind Elite-Mobs. Da gibt es einen Haufen Gruppen im Tool. Da können wir mal reinschauen. Wir gehen unter organisierte Gruppen und dann geben wir hier einfach Kobold ein. Und dann seht ihr, da sind ein Haufen Gruppen drin. Queut euch rein, haut Mobs um und lootet die. Ganz wichtig, ihr kriegt nämlich, wenn ihr diese Mobs lootet, Tokens, die ihr automatisch in Ruf umwandelt. Also ihr müsst sie nicht aktivieren oder irgendwas machen, sondern ihr lootet die und kriegt dann hier Ruf beim Kobold-Konvent. Was ist das? Das ist eine Ruffraktion und bei dieser Ruffraktion gibt es Items zu kaufen. Ein Haufen kosmetische, die sind für mich als Sammler auch nice zu haben, aber jetzt fürs Gieren sind die uninteressant. Aber es gibt auch Ringe, die wir uns kaufen können. Jetzt muss ich mal gucken, bei einem von den Händlern gab es die auf jeden Fall. Ah, hier haben wir die. Und diese Ringe haben einen Base-Item-Level von 3,89. Bedeutet, die bringen euch extrem gutes Item-Level hoch. Am Anfang hat das Event gebuggt, im positiven Sinne. Da hat man innerhalb von wenigen Minuten tatsächlich das auf Rang 4 hochbasteln können. Also es gibt insgesamt 5 Ränge und auf Rang 4 könnt ihr euch quasi die Ringe kaufen. Mittlerweile hat Blizzard das gefixt und es dauert ein bisschen länger. Ich habe da 1,5 bis 2 Stunden gefarmt und dann hatte ich dementsprechend den Ruf zusammen und konnte mir den Ring kaufen. Der hat übrigens noch einen netten Nebeneffekt drauf. Hat zwar ein bisschen weniger Sekundär-Stats, aber einen netten Damage-Effekt oder ihr kriegt auch einen netten Heileffekt und es gibt auch einen mit einem Schild. Ihr könnt aber lediglich einen von diesen Dingern anziehen. Bedeutet, das erste, was ihr machen könnt, ist dementsprechend die M Plus laufen, den Ring holen und sobald ihr diese Sachen habt, könnt ihr die anderen Aktivitäten angehen. Ich habe vorhin erwähnt gehabt, dass es so funktioniert, dass ihr dementsprechend verschiedene Aktivitäten habt, die skalieren. Sowohl World Quest skalieren, als auch Rare skalieren und auch verschiedene Kisten-Items. Und eins von diesen Kisten-Items, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Es gibt nämlich 2 verschiedene Kisten, die wir uns einmal die Woche holen können von Special Events, die auf der Karte nicht angezeigt werden. Es gibt auch ein paar Events, die werden auf der Karte angezeigt. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Wir fliegen jetzt aber mal zu einem hin, das nicht angezeigt wird. Müssen wir so ein bisschen hier hinten in die Richtung. Und ja, dabei schauen wir uns auf der Karte ein paar Sachen an. Es gibt insgesamt fast in jeder Zone ein Event, wo ihr dementsprechend eine weekly epische Kiste holen könnt. Und diese epische Kiste, je nachdem, was ihr für Grund-Item-Level habt, kann die hochskalieren bis teilweise auf 3,80, wenn ihr schon extrem hohes Gear hatte. Ich habe bei den Kisten 272, 276er Sachen rausgekriegt. Eine Kiste könnt ihr hier kriegen beim Festmahl. Da gibt es alle paar Stunden, ich glaube alle 2 oder 3 Stunden, wird hier bei den muss noch mal gucken, wie die Fraktion heißt. Tusker der Iskara, genau, heißt die Fraktion. Und hier wird ein Festmahl ausgerichtet. Was muss man da machen? Da muss man einfach ein paar Ressourcen reinschmeißen in so einen Topf. Beziehungsweise, da ist es dann so, dass so Gegner spawnen, die müsst ihr umhauen. Und sobald ihr diesen Topf ein bisschen voller füllt, ist es so, dass dann am Ende eine Suppe ausgerichtet wird und die Suppe bringt dann den Buff. Das ist ganz nett, kann man auch ein paar Achievements umhauen. Am Ende spawnt auch ein Rare, der theoretisch auch ein bisschen Gear droppen kann. Ist ganz nice to have, aber jetzt nicht unbedingt das, was wir gucken wollen. Es gibt aber auch eine Quest, die ihr da erledigen könnt und dafür müsst ihr 5 Aktivitäten an diesem Suppentopf abschließen. Wenn ihr diese 5 Aktivitäten abschließt, ist es so, dass ihr dementsprechend einen Sack gekriegt. Und in diesem Sack kann dann Loot drin sein. Und wie gesagt, dieser Loot kann halt hochskalieren. Wenn ihr den macht, bevor ihr quasi hohes Item-Level habt, habt ihr die Problematik, dass dementsprechend ihr da jetzt nicht unbedingt das maximale Gear rauskriegt und dann wastet ihr halt ein bisschen was. Heißt, ihr solltet diese Quest erst erlegen, wenn ihr eure M-Plus gemacht habt. Zweiteres, was ihr machen könnt, ist einmal hier in der Ebene von Onara, beziehungsweise auch in den anderen Gebieten gibt es die große Jagd. Das ist quasi ja das World Event von den Marukai oder wie die auch immer heißen. Und bei denen ist es jetzt so, dass ihr auf der Map dieses Horn seht. Und dann müsst ihr einfach in diese Zone reingehen. Da gibt es einen NPC, mit dem ihr quatschen müsst. Der ist etwa da, wo das Horn ist.
Und wenn ihr mit ihm gequatscht habt, dann gibt es quasi auch so ein World-Event in Anführungszeichen. Und bei diesem World-Event funktioniert das so, dass ihr verschiedene Phasen wie in so einem Szenario abschließen könnt. Die müsst ihr aber nicht selber alle machen, sondern die macht ihr mit den kompletten Leuten, die da rumlaufen. Da müsst ihr dann irgendwelche Mobs töten, irgendwie Gefangenen befreien, irgendwelche Bosse besiegen und so weiter. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr am Ende mit dem Typen wieder sprechen, wenn ihr alle Phasen durch habt. Schließt die Jagd ab und dann gibt es dementsprechend auch beim ersten Mal eine epische Kiste. Wenn ihr, könnt es dreimal machen, beim zweiten Mal gibt es eine blaue Kiste und beim dritten Mal eine grüne. Soweit ich weiß, gibt es auf jeden Fall aus der epischen Kiste Loot raus. Ich habe die persönlich gemacht beim Leveln und habe dann quasi ein relativ niedriges Item-Level gekriegt. Auch die solltet ihr euch aufsparen, und also zumindest die epische, und die machen, wenn ihr ein bisschen höheres Item-Level habt. Dann haben wir noch ein Event, das hier quasi bei der Obsidian-Zitadelle spawnt. Da könnt ihr eine Belagerung starten. Das ist ebenso ein Szenario, da habt ihr verschiedene Phasen. Da fahrt ihr hier quasi mit so einem, ja, mit so einem Gefährt los und nehmt dann hier quasi die Festung wieder ein. Und auch hier ist es so, dass ihr dementsprechend mehrere Wellen habt. Am Ende müsst ihr nur einen Boss umhauen, und wenn ihr das getan habt, kriegt ihr einmal wöchentlich eine epische Kiste, und auch hier ist wieder Gear drin, das hochskaliert mit eurem Item-Level. Soweit zu den drei Sachen, die werden euch auf der Map angezeigt. Jetzt schauen wir uns noch zwei Sachen an, die uns nicht auf der Map angezeigt werden. Und zwar gibt es einmal hier unten bei der Zeit, bei diesem Zeitevent, wo wir auch in der Kampagne unterwegs waren, ein Portal. Und zwar sind wir jetzt hier, warte, ich zeig's euch, auf den Koordinaten 60, 62. Und dort können wir hier einmal in das Portal reingehen. Das habt ihr, sobald ihr die Kampagne gemacht habt, und die solltet ihr ja eh abgeschlossen haben. Und dann sind wir nochmal in dieser, ja, in diesem anderen Szenario-Bereich. Und hier gibt es eine Special-Kiste, die wird uns auch nicht auf der Map angezeigt. Und dort, ja, wenn die Kiste da ist, startet nämlich ein kleines Event, und dann könnt ihr dementsprechend diese Kiste looten und kriegt da auch ein Item raus, sobald ihr dieses Event abgeschlossen habt. Die Kiste befindet sich hier hinten in der Höhle drin, und ihr seht schon, hier warten schon Haufen Leute. Ich weiß nicht genau, wie der Timer ist, aber er soll irgendwie zwischen 2 Stunden, bisschen mehr als 2 Stunden sein, dass die Kiste spawnt. Die könnt ihr auch nur einmal die Woche quasi holen. Die könnt ihr anklicken, sobald die spawnt. Dann kommt hier ein Event, kommen ein paar Mobwellen. Hier stehen eigentlich meistens immer sehr viele Leute rum. Also die Mobs sind kein Problem, werden umgehauen. Dann könnt ihr sie looten und ihr kriegt ein Item raus. Ich habe, meine ich, das hier rausgekriegt, ein 376er Item. Ist jetzt leider hier Platte gewesen, also für mich nicht nutzbar. Aber, warte mal, das habe ich da nicht rausgekriegt. Ich habe das hier rausgekriegt, genau. Das war für mich nutzbar, ein 376er Reward. Da hatte ich schon irgendwie 369, deswegen ist das halt dann auch wieder ein bisschen höher gescaled. Also man kriegt anscheinend immer so 5 bis 10 Item-Level über dem, was man an Durchschnitt hat, aus diesen ganzen Sachen raus. Genau, und dann gibt es noch eine zweite Kiste. Also das hier ist jetzt auf den Koordinaten 26, 26 in diesem Portal drin. Und die andere Kiste, wo es auch ein Event gibt, die ist hier unten in der Ebene von Onara, schimpft sich das. Und das sind die Koordinaten 54, 77. Und da gibt es auch eine Kiste, die könnt ihr auch einmal die Woche machen. Ähnliches Ding, Kiste spawnt, wahrscheinlich auch 2-3 Stunden Abklingzeit. Dann klickt man die an, dann kommen ein paar Mobwellen, die haust du um, ist halt auch wieder, steht man an der Seite dran, Welle 1 von irgendwas. Sobald man die alle umgehauen hat, kann man den Schatz looten, und da kann dann auch ein hochleveliges Item sein. Ich habe die auch beim Leveln aufgemacht und habe halt irgendein blaues Item gekriegt. Wusste ich damals noch nicht, aber gut. Wenn ihr die noch nicht aufgemacht habt, schaut erst, dass ihr euch Item-Level holt und die dann aufmacht. So, das sind jetzt die Sachen, die ihr quasi alle einmal holen könnt. Dann gibt es noch eine Geschichte hier oben bei der Drachenflugfestung. Und zwar könnt ihr euch ja hier aussuchen, ob ihr Furorion oder Sibelian, wie der heißt, holen könnt. Dann switchen wir hier mal auf dem Hexer, dann habe ich da schon abgestellt. Also wenn ihr hier die Kampagne soweit gequestet habt, auf Max-Level seid, dann könnt ihr euch zwischen den beiden hier entscheiden. Die stehen hier oben, Sibelian und Furorion. Das könnt ihr übrigens wöchentlich switchen. Für beide könnt ihr Ruf farmen. Und sobald ihr das gemacht habt, kriegt ihr eine Weekly World Quest. Und dann müsst ihr nämlich bei einem von beiden hier einen Schlüssel abgeben. Das erste Mal, wo ihr den Schlüssel abkriegt, kriegt ihr eine Kiste, epische Kiste, selbes Spiel wieder, skilliert mit dem Item-Level, kann ein episches Item drin sein. Das könnt ihr sowohl bei Sibelian machen, als auch hier drüben ist dann Furorion. Für denjenigen, wo ihr euch entschieden habt, solltet ihr halt den ersten Schlüssel abgeben, um diese epische Kiste zu kriegen. Ihr könnt im Nachgang hier noch weitere Kisten abgeben, beziehungsweise Schlüssel abgeben, nicht Kisten, indem ihr einfach die Mobs hier die ganze Zeit umhaut. Die haben dann Fragmente dabei, gibt immer wieder
wieder den Schlüssel ab, beziehungsweise gibt es auch ein paar Quests, um Ruf zu farmen. Den Ruf könnt ihr dann wiederum benutzen, um bei den Händlern hier Items zu kaufen. Und ihr seht schon, hier gibt es einen Haufen T-Mog-Sachen, aber es gibt tatsächlich auch nützliche Items. 3,89 hier bei dem Beruf Freund bei Furorion zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch einen Umhang, 3,98 bei dem Ruf wahrer Freund. Also das sind dann ein paar höhere Rufstufen. Je nachdem, für welchen ihr euch entschieden habt, könnt ihr halt, wenn dann hier links bei Sebelian bei der Fraktion das kaufen oder bei Furorion. Aber wie gesagt, ihr könnt es jederzeit switchen. Was ich selber nicht ganz verstehe, es gibt genau die gleichen Items bei beiden. Also bei beiden gibt es einen Umhang und einen Hals. Weiß jetzt nicht, warum Blizzard da zwei Fraktionen gemacht hat, aber zumindest für die Belohnung scheint es relativ wurscht zu sein. Dann sind wir hier mit dem auch fertig. Dann können wir nochmal einmal auf den Main zurückswitchen. Und zwar, was ihr dann natürlich im Nachgang noch machen könnt, sind die kompletten Daily Quests. Ich habe die jetzt schon alle erledigt und wie gesagt, wenn ihr die halt erst nach dem M plus 0 macht, kriegt ihr halt eures Item Level. Mittlerweile habe ich 272 gekriegt. Ich glaube, das geht sogar bis 280 hoch, dass ihr theoretisch über die Daily Quests kriegt, wenn ihr noch höheres Gear habt. Und ja, ich habe jetzt auch mich ein bisschen informiert. Ich habe teilweise Videos gesehen, wo Leute vorgeschlagen haben, ja, lauf NHC und mach alle Daily Quests am Anfang. Bitte macht es nicht, ja. Vor allem die Daily Quests sind halt diesmal auch irgendwie 3 Tage lang. Also alle 3 Tage gibt es eine neue Daily Quest. Zumindest ist es jetzt am Anfang so, wo ich das Video aufnehme. Deswegen sollte man sich gut überlegen, wann man die macht und nicht die abschließen, wenn ihr 340er Item Level kriegt, weil ihr wartet dann halt ein paar Tage, bis ihr die neuen bekommt. Zusätzlich ist es so, es werden einige Daily Quests erst dann freigeschalten, wenn ihr bestimmte andere Quests, also meistens Sidequests, abgeschlossen habt. Dementsprechend kommen jetzt die Sidequests mit ins Spiel. Heißt, umso mehr Sidequests ihr gemacht habt, umso mehr Daily Quests könnt ihr tendenziell euch holen. Manche sind auch ein bisschen ruflockt, denn es gibt zum Beispiel Quests, wo ihr fotografieren müsst. Oder, da gibt es so ein System, wo ihr so ein paar Berge besteigen könnt. Da könnt ihr dann quasi euch an so Felsen an der Seite hochhackeln. Das Ganze hängt ein bisschen am Ruf und da kommen wir nämlich jetzt zum nächsten. Über die 4 neuen Ruffraktionen gibt es dementsprechend auch Items. Und was ihr für Items kriegt, seht ihr hier tatsächlich einmal in der Leiste. Und das erste, was wir kriegen, ist bei den Zauberern der Makuru oder die Zauberern der Maruk, so rum heißen die. Und da gibt es ab 11 schon Schuhe. Die habe ich mir tatsächlich auch schon geholt. Ihr seht hier 3,76. Die kann man relativ schnell holen. Ich habe jetzt die Sidequest gemacht, die Mainquest-Reihe, Worldquest abgeschlossen und dementsprechend die Dungeons einmal mitgenommen für die Dungeons-Quest. Wenn ihr es ganz effizient machen wollt, dann macht ihr es so wie ich. Ich habe erst alles durchgequestet und mir die Sidequest auch geholt, um die Dungeons-Quest alle zu kriegen und habe dann die M plus 0 gemacht. Ist natürlich ein bisschen zeitaufwendig, das Ganze, das gebe ich gern zu. Die Sidequests dauern schon ein Stück und die Quests an sich für die Dungeons bringen jetzt kein krasses Gear. Die sind so auf Normal- oder HC-Niveau, würde ich jetzt mal sagen, die Belohnung, die ihr durch die Quest kriegt. Aber über den Ruf kriegt ihr natürlich dann mittelbar quasi Gear, indem ihr bei den Ruffraktionen das kaufen könnt. Wir können uns auch mal kurz reinschauen, wie die Belohnungen aussehen. Wir haben es hier einmal im All the Things. Können wir gucken, was wir kriegen. Und zwar schauen wir hier die Händler durch. Der hier müsste sein. Also es gibt einmal bei dem Drachenschuppen-Expedition kriegen wir halt Hände. 3,76 können wir uns da besorgen. Und es gibt halt Hosen. 3,76. Da müssen wir aber wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Also die Hände gibt es schon ab Stufe 12. Und die Hosen, die wird es halt erst ein bisschen später geben. Ich sehe es jetzt gar nicht. Sehe ich jetzt gar nicht genau, wo die Hosen sind, aber auf jeden Fall gibt es die später. Das, was sich halt lohnt, sind die Hände. Dann können wir mal gucken, wo die anderen sind. Dann haben wir hier den Zentauren der Maruk. So rum, ich bring's einfach nicht raus, ich sag's euch. Da waren die Schuhe ab 11, ne? Und dann müsste es noch später ein zweites Item geben, bei allen gibt es 2. Das zweite ist halt immer so die Sache, weil vielleicht, bis ihr da den Ruf habt, ist es schon so weit, dass der Raid öffnet und dann sind die Items natürlich auch nicht mehr interessant, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Und dann gibt es noch eine Brust, aber ich vermute auch, dass wir die wesentlich später kriegen. Hier gibt es manchmal immer 3, 4 Items, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu gucken. Finde ich jetzt leider auch nicht auf die Schnelle, aber ihr könnt ja dann auch ein bisschen durchklicken und euch das nochmal genauer anschauen. Auf jeden Fall, die Schuhe sind das Interessante. Dann, was haben wir? Die Tuska.
Da gibt es anscheinend Ausrüstung Tuska, da gibt es die Brust. Jetzt gucken wir mal, was das für ein Ding ist. Wahrscheinlich auch 3,76. Ihr seht, da gibt es sehr, sehr viele Händler mittlerweile. Ah, hier haben wir gleich das Gear, perfekt. Da haben wir einmal Handgelenke und Schulter. Ne, die Brust ist dann ein Temok-Item. Ah, kosmetisches, okay. Da habe ich mich dann verguckt. Ah, die Handgelenke, hier haben wir sie. Da ist die Ausrüstung, die gibt es dann ab 14. Gut, da muss man schon einiges an Ruf farmen. Ihr seht gerade, hat das Event begonnen? Ne, okay, die haben einfach nur ein paar normale Mobs reingepult. Ich dachte gerade, das Event hat hier zufällig schon begonnen. Und das Letzte, was wir dann noch haben, Waldrakenabkommen. Und wo kriegen wir da das erste Gear? Da scheint es ein bisschen weiter zu sein. Auch was Kosmetisches. Ah. Kosmetische Köpfe. Ah, hier, genau. Da gibt es ab 16 den Gürtel, müsste das sein. Da können wir auch mal kurz reinschauen. Aber ihr seht schon, da dauert es teilweise ein bisschen länger, um quasi ein bisschen den Ruf hochzufahren, bis man das erste Key kriegt. Also, ja. Da weiß ich halt nicht, wie lange man jetzt dann braucht, um dementsprechend vom Ruf schon hoch genug zu sein, das holen zu können. Wenn die Season natürlich dann bis dahin startet, dann lohnt sich das Gear auch nicht mehr. Also ihr seht ja, da haben wir einmal einen Gürtel und später kriegen wir noch irgendwann einen Kopf. Hier, das ist auch kosmetisch. Da gerade drin, jetzt muss ich mal gucken. Ne, der Welpe. Ah, hier. Da, ne, das ist der Gürtel. Ah, doch, hier kriegt man den Kopf dann. Wobei hier steht drin, dass er 3,89 ist. Hier steht es noch 3,76 drin. Ich vermute, dass das zweite Item höheres Item-Level hat, weil man das ja wesentlich später kriegt, dass das hier einfach noch falsch drin ist. Aber bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wollten wir jetzt nur einmal drüber gehen. Genau, das sind so die Wege, wie man am Anfang relativ zügig Gear farmt. Es gibt natürlich dann noch alternativ die Möglichkeit, auch Open PvP zu machen. Für PvP-Spieler ist das eine interessante Geschichte, denn dieses Gear skaliert wieder wie in Shadowlands nach oben im PvP-Modus. Im Non-PvP-Modus ist es aber vom Item-Level nicht sonderlich hoch und dementsprechend rentiert sich das jetzt für den Anfang, wenn ihr normales Item-Level haben wollt, nicht sonderlich. Was dann auch noch vielleicht eine Option ist. Es gibt auch wieder einiges, was man craften kann. Und zwar die normalen Craft-Sachen gehen hoch bis Item Level 3,43, wenn ihr quasi hier das ausgemaxt habt. Dann müsst ihr einfach ein bisschen was herstellen. Und dann gibt es noch eine Option, dass ihr die hier mit Reagenzien erhöht. Diese Reagenzien könnt ihr aber nicht herstellen, so wie es in Shadowlands der Fall war, sondern diese Reagenzien könnt ihr in Dungeons droppen. Später soll es anscheinend auch noch in Raids was geben. Hier könnt ihr das Item auf Item Level 3,46 bis 3,56 basteln, wenn ihr das Regenzien-Ding reinpackt. Die droppen übrigens im Normal. Dann gibt es hier 3,59 bis 3,69. Das droppt im HC. Und das hier, 3,72 bis 3,83, droppt im Mythisch-Modus. Ich habe so eins auch gekriegt und habe mir die Schultern gebaut. Die kann ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar hier. Meins habe ich auf 3,74 gebaut, indem ich ein paar bessere Reagenzien mit reingelegt habe. Theoretisch hätte ich das noch höher bauen können, aber da muss man mehrmals mit so einem Reagenzien was herstellen, um dann hier auch für die höheren Items quasi eine bessere Qualitätsstufe zu haben. Also da muss man einfach mehrere herstellen, dann kann man die höher bauen. Die sind aber seelengebunden, die könnt ihr nicht mal Haar kaufen und ihr müsst euch die quasi selber in den Instanzen farmen. Theoretisch, wenn ihr jetzt jemand seid, der keinen Beruf habt, könnt ihr auch eins von diesen Arbeitsaufträgen in Waldrakken erstellen und die euch von einem Gildenmage herstellen lassen oder von irgendwem anders. Und das sollte dann auch funktionieren, dass ihr die quasi das Grundmaterial bietet und dann euch ein anderer das herstellen kann und ihr das dann im Postkasten habt. Heißt, ja, ist ein ganz nettes System. So müsst ihr die Sachen quasi alle selber im Dungeons farmen. Alternativ gibt es dann auch noch höheres Gear, was man craften kann. Ihr seht, ich habe hier einen 3,84er Item. Dafür muss man aber in die Spezialisierung ein bisschen reinskillen. Und jetzt denkt ihr euch, okay, könnte man jetzt gleich gut craften, Item kann ich schon bauen, aber falsch gedacht, man braucht hier spezielle Materialien. Und soweit ich mich informiert habe, gibt es diese Materialien über die Kampagne-Quest, die man auf Max-Level machen kann, aber erst in der zweiten Woche. Bedeutet, aktuell kann man die nur nicht machen. Und ich vermute mal auch, dass weiteres Gear, was man jetzt noch sich quasi erskillen kann, dann erst gecraftet werden kann mit Raid-Materialien. Dann sind wir so gut wie durch mit dem, was ich euch zeigen wollte. Eine Geschichte ist vielleicht noch interessant. Es gibt bestimmte Rares, die quasi ja, so Max-Level-Rares sind. Die haben dann nicht nur diesen Stern dran, wie normale Rares, sondern haben diesen alten
ja, um quasi um das Porträt, diesen alten Rare-Drachen rum, sind meistens Rares, die 2 Millionen Leben aufwärts als Grundlife schon haben. Und auch bei denen könnt ihr Gear Drop gedroppt kriegen und auch die skalieren mit eurem Item-Level. Heißt, ich hatte schon den Rare umgehauen, da kommen wir jetzt zu diesen Items hier, wo ich einen Platten-Item gekriegt habe, 3,76. Ist natürlich für mich jetzt ein bisschen blöd, aber weil ich Platte nicht anlegen kann. Aber theoretisch können diese Rares alle sehr hohes Item-Level, zumindest jetzt für den Start für Expansion, droppen. Und wenn ihr da ein paar abklappert, könnt ihr da ganz gut Loot bekommen. Ich hatte ein paar Rares schon gesehen, ich habe bestimmt noch nicht alle gemacht, aber ich kann euch empfehlen, hier unten in dem Bereich sind 3-4 Rares gewesen, die für mich hohes Item-Level gedroppt haben. Dann hatte ich hier bei Tyr's Hold schon welche gesehen gehabt. Das sind meistens so die Endgame-Gebiete, wo es welche gibt. Dann hier um diese Festung gibt es einige Rares, die quasi hochskaliert sind. Oft werden die dann auch extra nochmal auf der Map anmarkiert. Ich hatte hier vorhin einen in der Höhle gehabt. Da sieht man quasi in der kompletten Zone, wenn man ist, so einen großen Totenkopf auf der Map. Einfach dahin fliegen, mit umhauen. Da werdet ihr sicher nicht alleine sein, weil den mehrere machen wollen. Und genau, da gibt es dann einige Rares. Und wenn ihr die mitnimmt, habt ihr halt die Chance, dementsprechend auch so ein hochgerolltes Item zu kriegen. Gut, das waren jetzt die Tipps, die ich euch geben kann. Das ist sicher nicht abschließend, das Ganze. Wenn ihr noch andere Tipps für die Community habt, packt die gerne mit in die Kommentare. Sobald natürlich die Season beginnt, brauchen wir nicht drüber reden, können wir die richtigen Endgame-Sachen machen. Es soll dann noch irgendwelche Elementarinvasionen geben, die sind aktuell noch nicht aktiv. Dann geht natürlich im Plus los, da ist dann das ganze Anfangsgear hier uninteressant. Da können wir dann bis Stufe 20 extrem hohes Gear kriegen und es gibt natürlich auch wieder ein Vault. Es geht der Raid-Content los, der startet sowohl mit NHC, HC und Mythic. Auch in diesem Raid-Content gibt es dann dementsprechend wieder so, ja, Male, wo wir dementsprechend Sachen craften können, was ich euch vorhin gezeigt hatte. Also auch da sind einige Gamemöglichkeiten gegeben und Raid PvP natürlich sowieso. Wir haben wieder ein System, wo wir dementsprechend Gear haben, das skaliert, dass man ein bisschen niedrigeres Item-Level im PvE hat, höheres Item-Level im PvP. Und wir haben auch wieder ein Punktesystem, wo wir upgraden können, vor allem auch das Wailer. Punktesystem, wo wir dementsprechend dann mit den Punkten unser M-Plus-Gear nach oben upgraden können. Aber das schauen wir uns alles an, sobald die Season gestartet ist. Das ist jetzt noch nicht Teil von dem Video. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen weitergeholfen. Habt ihr noch weitere Tipps, haut die gerne in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.